Welcome back zum dritten und letzten Teil der Unterschlupfsarten. Wenn es schnell muss gehen, ist das einfache Bivaktan mega nützlich. Als erstes sucht man einen dickeren Ast für den First. Nachher Tannennest für auf der Seite und oben drüber. Das sorgt für eine gute Isolation und auch guten Schutz vor der Witterung. Ein kleines Feuer direkt in der Nähe vom Kopf sorgt für zusätzliche Wärme. So kann der Fallschirmaufklärer auch immer gewährleisten, dass das Feuer brennt, weil er direkt aus dem Bivak Holz anlegen kann. Den Wärmehaushalt im Griff zu haben, ist nämlich so und so. So, das war es von den Unterschlüpfen. Wir sind gespannt, was ihr dazu meint, wenn ihr es selber mal ausprobiert.